Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, die Welt, die baut sich noch ein bisschen auf, dadurch ruckelt und zuckelt das noch so ein bisschen, aber ich muss mal schnell in mein Häuslein flitzen. Es ist nämlich Nacht und deswegen möchte ich jetzt erstmal schnell schlafen gehen. Falls ihr noch leichte Nebengeräusche hört, die kommen nicht alleine, alle nur von M. Atmos. Nein, ich habe das Fenster auf und auch ich habe ein paar Vögelchen vor dem Fenster. Auf dem Hausdach. Jawohl. So, wie gesagt, ich lebe nicht im Tonstudio. Mal sehen, vielleicht hört man sie ja raus, vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, dann denkt euch einfach, die gehören zu M-Atmos. So, ja, wir waren stehen geblieben. Wen wundert's? Beim Schippen. Yeah! Also, was liegt näher, als dass wir dann einfach mit dem Schippen weitermachen? Aber wir haben es ja bald vollbracht. So viel ist es ja gar nicht mehr, was wir jetzt hier noch wegschippen müssen. So, da setzt auch wunderbar gerade die Minecraft-Musik ein. Das ist ja wie bestellt heute. Und dann knüppeln wir hier nochmal das ganze Gras raus und olé, olé. Irgendwann werden wir es geschafft haben. Ich gebe mir natürlich die größte Mühe, alles so schnell wie möglich hier wegzuschippen. Aber gut, Ding will Weile haben und von daher wird das natürlich auch so seine Zeit dauern. Ja, nach den Öfen müssen wir auch nochmal gucken. Da gucken wir ja immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen nach. Das dürfen wir dann natürlich auch nicht vergessen. Aber noch ist es nicht so weit. In der letzten Folge habe ich ja relativ spät erst reingeworfen. Von daher können wir uns damit noch einen ganz kleinen Moment Zeit lassen, bis wir dann mal wieder nach den Öfen gucken müssen. Ja, Wochenende war schlecht mit dem Aufnehmen. Da hatte ich viel zu tun. Mal wieder der Garten. Ich habe ja gedacht, Unkraut würde, wenn man das so einen Tag vorher oder 2 Tage vorher, wenn man das dann so aus seinen Gehwegfugen rauskratzt, würde einem das wenigstens erstmal eine Woche Zeit geben und so lange bräuchte man nichts mehr zu tun. Ja, Pustekuchen, hast du gedacht. Das ist ja dann, als dann wirklich mal die Sonne wirklich rausgekommen ist das ja gleich so dermaßen explodiert, ja, dass ich nach 2 Tagen oder 3 Tagen waren es, glaube ich, dann sofort wieder loskratzen konnte. Wie so ein Weltmeister. Ja, am Sonntag war ich dann noch zum Flohmarkt und habe Kinderkleidung verkauft. Nicht meine eigene, nein, so groß bin ich dann, so klein bin ich dann doch nicht. Sondern ich habe meiner Schwägerin dabei geholfen, von ihren Kiddies da ein paar Sachen zu verscherbeln. Und Flohmarkt finde ich witzig, Flohmarkt macht Spaß. Sollte jeder von euch mal hingehen. Ich mag Flohmarkt. Oder Flohmärkte. Was ich nicht so mag, sind die Standgebühren, die irgendwie immer teurer werden und man eigentlich dann so jetzt nicht als Hardcore-Verkäufer fast schon gar keine Chance mehr hat, überhaupt diese Verkaufsgebühren reinzubekommen. Das, ja, das wurmt mich so ein bisschen, dass das halt immer teurer wird. Weil man nimmt sich ja immerhin schon die Zeit und stellt sich dann dahin und ja, wie gesagt, die Leute, man versucht sie zu animieren, zu kaufen, aber naja, mal klappt es besser, mal nicht so gut. Aber wer selber mal auf dem Flohmarkt gewesen ist und sich dahingestellt hat und versucht hat, was zu verkaufen, der wird mit mir also der wird das sicherlich kennen. Der wird mir da sicherlich dann auch zustimmen. So, wie auch immer, wir gehen jetzt erstmal ausladen und ich denke auch mal, die Öfen, die sollten jetzt eigentlich mehr oder weniger dann auch fertig haben. Bis wir denn bei den Öfen dann da sind, sollten die fertig haben. Ja, dann packen wir doch mal hier noch ein wenig was rein in unsere Kisten. Sand habe ich, glaube ich, dieser hier. Nee, habe ich gar nicht. Habe ich anscheinend noch gar nicht reingepackt gehabt. Na gut, gehappert haben wir ja so unterwegs zwischendurch. Ach Mensch, da muss ich nochmal gucken. Ja, hatte ich ganz vergessen, weil ich wunderte mich eben gerade auch, dass der Balken nicht abnimmt. Ich hatte da noch ein wenig rumgetestet und natürlich wieder mal, wie immer, vergessen, die Monster anzuschalten.
Aber wenigstens ist es mir nach einer Drittelfolge dann schon mal aufgefallen. Also mir ist es ja auch schon passiert, dass mir dann erst nach zwei oder drei aufgenommenen Folgen dann mal aufgefallen ist, huch, die Monster sind ja gar nicht an. Naja, kann passieren. So, reingehetzt und dann wollen wir doch mal gucken. Hier hatten wir, glaube ich, Steine drin, wenn mich nicht alles täuscht. No, 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 no. Steine haben Fertsch. Das ist gut. Dann würde ich ruhig sagen, wir ballern da nochmal Steine rein. Und warum machen wir das? Weil wir es können. Nein, weil wir den natürlich später dann nochmal brauchen. Und zwar, wenn wir den Tunnel dann in diese Richtung da weiterführen, also hier, ne, in diese. Da brauchen wir dann schon den einen oder anderen Stein. Glas werden wir natürlich auch noch brauchen. So. Ja, bei den Feldern habe ich natürlich Blödsinn erzählt. Als ich da gewesen bin, hatte ich ja gesagt, hier, irgendwie alles ganz komisch, dass ich da nicht anpflanzen kann. Hatte natürlich alles seine Richtigkeit. Ich hätte einfach die Glasblöcke gar nicht erst auf den Ecken setzen dürfen. Dann hätte das auch weiterhin alles funktioniert. Naja, kein Mensch ist unfehlbar, ich schon gar nicht. Aber es sah halt schicker aus, wenn das da irgendwie so alles geschlossen war. Naja, jetzt haben wir es halt nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. So, ach Mensch, Erde hätte ich ja noch ein bisschen mitnehmen können. Hab ich jetzt gar nicht. Macht aber nichts. Wir haben ja hier in der Kiste, haben wir noch unendlich viel Erde drin. Und die ballern wir dann auch gleich nochmal rein. So, zack, da nochmal ein Kohle rein und da. Und dann haben wir noch genau 8 Tück übrig. Ole, ole. Ja, dann das alte Redstone-Wegwerfspiel. So, 32 in die Kiste. Bing! Ja, so langsam nimmt es Form und Gestalt an. Aber ich gebe auch ein bisschen Gas mit dem Redstone-Braten, weil ich nicht weiß, wie lange das wieder im nächsten Patch dann dauert. Also wenn der 1.6 raus ist, wie lange dann Custom Recipes wieder braucht, um an Land zu kommen. Und um dann nicht out of Redstone zu gehen, brate ich halt jetzt die ganze Zeit schon über Redstone wie so ein Weltmeister. Denn das wäre uncool, wenn wir dann irgendwie mitten im Bauen sind und aufhören müssten, weil uns halt das Redstone ausgeht. Dann lieber zu viel als zu wenig. So. Und von daher machen wir ja dann auch das Ganze hier mit dem Hin- und Hergelaufe und Hin- und Hergefahre. Außerdem könnt ihr euch dann immer noch ein bisschen die Welt mit angucken. Und ich fahre ja eh gerne Tuff-Tuff-Bahn, also von daher passt das. So, dann zurück auf zur Baustelle. Ja, mit den Zäunen weiß ich noch gar nicht, ob ich das alles außen rum einzäune oder ob ich dann nur ein Gehege in der Mitte erstmal mache, wo ich dann versuche, so viele Tiere, wie es denn geht, einzusperren. Weil ich habe das mal ausprobiert und außenrum dann wirklich hier auf jedem Außenblock einen Zaunpfahl gesetzt und mit dem Holz, was ich bisher habe, komme ich lang und schmutzig nicht hin. Also da kriege ich noch nicht mal das halbe Gelände mit eingezäunt. Da muss ich mir dann noch irgendwas überlegen. Im Zweifelsfall müssen wir dann einfach noch ein bisschen mehr Holz anpflanzen, also Bäume anpflanzen, um an Holz zu kommen. Und ich denke mal, wir werden dann noch so mindestens 2, 3, 4 Stacks Holz werden wir brauchen. Aber sollte ich dann wirklich Holz anpflanzen in diesen rauen Mengen, dann werde ich natürlich auch Timbermod anschmeißen. Das würde mir dann einfach zu lange dauern, da das ganze Holz zu hacken. Und da geht das ja dann mit der Timbermod doch etwas schneller. Diese andere Mod, auch eine Holzhack-Mod, mir fällt der Name im Moment noch nicht ein. Die hat dann mehr Abnutzung. Also für jeden Holzblock, der fällt, hat die dann auch die Abnutzung auf der Axt mit drauf. Wie gesagt, ich würde euch gerne den Namen sagen, aber mir fällt der nicht ein. Ja, die ist mir zu aktig beim Installieren, weil die dann teilweise schon Forge mit vorinstalliert hat und dann die Mod selber und dann muss dann noch irgendein Paket installiert werden. Ist mir alles too much. Das ist also, ich habe Forge schon installiert. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich möchte meine Jar jetzt erstmal nicht mehr anfassen. Im Moment läuft alles. Und ihr kennt das ja, never change a running system.
Das heißt, wenn es funktioniert, benutzt man es so, aber man ändert dann nicht laufend noch irgendwas dran rum. Vielleicht ja mit dem nächsten Patch. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir einfach mal. Aber der muss ja dann auch erstmal rauskommen und. Da ist ja dann auch noch ein bisschen Zeit. So, dann fangen wir doch mal hier langsam an, uns durchzufräsen. Ding, ding, ding. Da muss ich dann mal gucken. Hier, hier. Hier, hier. So und so. Ja, das macht den Bauern froh. Und schon wieder ein ganz schlechter. So, ich bin ja heute wieder Weltmeister am schlechte Witze reißen. Wo das ja einem anderen Let's Player zugeschrieben wird. Aber da weiß ich nicht, ob das wirklich an dem ist. Ob der da jetzt ein Anrecht drauf hat, die schlechtesten Witze der Welt zu machen. Ich glaube, da hat jeder Let's Player ein Anrecht drauf, die schlechtesten Witze der Welt zu machen. Jedenfalls, wenn dem Let's Player danach ist. So, ja, schon wieder dunkel. Können wir schon wieder schlafen rennen. Gehen wäre ja übertrieben, denn wir rennen ja im Augenblick. Und dann müssen wir mal schnell in die Falle springen. So, haben wir denn schon mittlerweile ein Tierchen drin? Also heute ist auch irgendwie ganz komisch. Ich habe schon ganz oft so gesagt. Ich weiß gar nicht, warum ich das im Augenblick so drauf habe. Eigenartig. Eigenartig, sage ich mal. Ich sag ja viel wenn ich am Überlegen bin, aber dieses So, das fällt mir heute wieder irgendwie komischerweise extrem auf. Das ist sowieso manchmal sehr, sehr eigenartig, wenn ich dann hier am Let's Playen bin und mich praktisch selber da, mir selber dabei zuhöre, wie ich hier kommentiere. Ja, Leute, das geht. Das geht wirklich. Das kann man machen. Das ist, nach einer Zeit hat man das drauf. Da entwickelt man dann einen Sinn dafür, als Let's Player, während des Kommentierens sich selber zuzuhören und sich so seine Gedanken dazu zu machen. Das ist, klingt ein bisschen eigenartig, aber das geht wirklich. Das ist... klingt ein wenig verrückt. Ich weiß nicht, also falls ihr selber Let's Player seid, ihr könnt mir ja mal einen Kommentar da lassen, ob das bei euch genauso ist und ob man sich dann manchmal selber über sich wundert, was man da so gerade erzählt hat oder nicht. Also mir passiert das schon manchmal so, dass ich mich über mich selber wundere, was ich da gerade für einen Blödsinn erzählt habe. Nicht allzu oft, aber immerhin ab und zu, ne? Also... ist ja nicht so, dass ich hier nur der Weisheit letzten Schluss erzähle. Nein, nein, ich erzähle natürlich auch viel Blödsinn. Meistens aber eher unbewusst als bewusst. Ja, Folge hat es bald hinter sich. Wir schippen hier noch so schnell und so weit, wie es denn geht. Ein bisschen was haben wir ja geschafft. Aber wie gesagt, die Flächen, die sind hier auch so verdammt groß, dass man da also schon wirklich richtig mal Zeit investieren muss, um das hier dann auch alles wegzufräsen. Das geht halt mal nicht einfach so nebenbei. Nein, das dauert halt alles seine Zeit. Aber bisher sind wir doch hervorragend vorwärts gekommen. Haben alles so weit angepasst, wie wir das anpassen wollten. Ein paar Eimer werden wir uns noch besorgen müssen. Wir müssen ja dann noch ein bisschen Wasser anders verteilen. Also Erde raus, Wasser rein. Indem wir dann einfach, also da hinten, noch einen Graben durchziehen. Damit wir dann mit dem Boot überhaupt auch dann mal zu dem Bootstunnel, der ja angedacht ist, überhaupt hinkommen. Denn das passiert halt auch nicht so von ganz alleine. Ist noch eine ganze Menge zu tun. Der Bootstunnel, der wird sicherlich schön. Ich weiß noch nicht, ob ich den vielleicht sogar noch mit Lauflichtern irgendwie versehe. Bloß die Aktivierung durch ein Boot. Das ist mir noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren könnte. Weil wäre ja schön, wenn der erst leuchtet, wenn man mit dem Boot durchfährt. Naja, wie auch immer, ich sage erstmal Tschüss. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut.